Ja, als Dozent im Studiengang Master Umwelt- und Verfahrenstechnik darf ich kurz den Rahmen des ganzen Projektes erklären. In unserem Modul Umweltmanagement erfahren die Studenten die theoretischen Grundlagen zum Umweltmanagement, aber auch die praktische Umsetzung. Als Hochschule ist es uns ja immer daran gelegen, den Leuten auch praxisnahe zu bringen. In dem Fall arbeiten unsere Masterstudierenden quasi eine Arbeit zum Umweltmanagement zur Situation unserer Hochschule. Warum ist unsere Hochschule geeignet? Unsere Hochschule ist eine große Organisation mit komplexen Strukturen, mit Technik, Lehre, Beschaffung, mit Mobilität, mit vielen Dingen, die auch Firmen kennzeichnen. Dementsprechend kann eine so große Organisation für die Studenten eine große Herausforderung sein bei der Erarbeitung der Details. Die Details sind die Umweltaspekte der ganzen Organisationseinheit und auch die Hinführung nicht nur an die theoretischen Grundlagen, sondern auch an die Knackpunkte, die in der Regel im menschlichen Bereich liegen. Also wenn dann plötzlich mal Stromzähler nicht richtig funktionieren, dann liegt es meistens nicht unbedingt am Gerät, sondern an der Einstellung und vielleicht auch an der Organisation. Die Erfahrung ist für unsere Studenten sehr wichtig, also nicht nur die Theorie, sondern tatsächlich, wo liegt es dann oft in der Praxis. Das können die Leute hier sehr gut erleben an der eigenen Organisation. Die Gruppen haben sich in verschiedene Umweltaspekte eingearbeitet, Umweltaspekte im Sinne von direkten Aspekten, von direkten Umweltauswirkungen wie Strom, Gas, Wasser, Wärme und Ähnlichem, aber auch von Nutzerverhalten. Und im Wesentlichen natürlich auch nicht nur das Nutzerverhalten, sondern da wir ja als Produkt unsere Bildung haben, unsere Lehre, auch unsere Umweltpolitik, die wir Ihnen ja vermitteln und nahebringen wollen.